Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder da seid. Heute habe ich euch einen ganz schnellen, einfachen Rhabarberkuchen mitgebracht mit Vanilleguss und Erdbeersoße. Wer natürlich Erdbeersoße nicht mag, kann die auch weglassen. Gibt allerdings einen farblichen Tupfer, wie ihr hier sehen könnt. Und wie die Erdbeersoße geht, das zeige ich euch in einem anderen Video. Oft ist so ein Guss unter dem Rhabarber, hier ist er mal oben drauf. Geht ganz einfach, ganz schnell und was ihr dafür braucht, zeige ich euch jetzt. Und dafür braucht ihr 750 Gramm Rhabarber, 270 Gramm Mehl, 250 Gramm Butter oder Margarine, die sollte weich sein. Ich habe jetzt hier Margarine genommen, 200 Gramm Zucker, 450 Gramm Crème fraîche, 4 Eier, ein Päckchen Vanillezucker, ein halbes Päckchen Backpulver, 2 Teelöffel Vanillearoma und für den Guss 2 Päckchen Vanillepuddingpulver zum Kochen, 4 gehäufte Esslöffel Zucker und 700 Milliliter Milch. Den Rhabarber habe ich kalt gewaschen und schneide jetzt nur die Enden ab. Ich ziehe den nicht ab, weil ich möchte gerne, dass die Stücke ein bisschen mehr zusammenbleiben und wenn man ihn schält, dann zerfallen sie sehr. Deswegen schneide ich nur die Enden ab und schneide ihn dann in kleine Stücke. Als nächstes rühre ich die Butter oder weiche Margarine mit dem Zucker, dem Vanillezucker und dem Vanillearoma schaumig auf. Jetzt gebe ich nach und nach die Eier dazu und rühre diese auch unter. Mehl mische ich mit dem Backpulver und gebe das auch dann da rein. Rühre das nochmal unter. Den Backofen heize ich auf 170 Grad Ober- und Unterhitze vor und belege mir ein tieferes Backblech, wenn ich habe. Es geht aber auch ein flaches mit Backpapier. Den Teig gebe ich jetzt auf ein Backblech und streue den Rhabarber oben drauf und backe ihn dann im vorgeheizten Backofen so 25 bis 30 Minuten einmal vor. Während der Kuchen im Ofen backt, kümmern wir uns um den Guss und kochen uns den Pudding nach Packungsanleitung. Ihr seht auch, der Pudding ist jetzt dicker als sonst. Dadurch, dass wir ja auch weniger Milch verwendet haben. Und rühren in den noch warmen Pudding, lassen ihn ganz kurz noch abkühlen und rühren die Crème fraîche einmal unten drunter. Der Guss kommt jetzt gleich auf dem warmen Kuchen drauf und wird dann nochmal für 15 Minuten weitergebacken. So, jetzt habe ich ihn rausgeholt aus dem Ofen. Er ist jetzt fertig, also er kriegt nicht so besonders Bräune, soll er auch gar nicht. Das ist ja auch eine Puddingschicht quasi als Guss obendrauf. Den lasse ich jetzt auf ein Gitter abkühlen und schneide ihn dann in Stücke. Wer möchte, kann da noch ein bisschen Puderzucker oben drüber streuen, einen Hauch von. Ich mache mir da jetzt meine selbstgemachte Erdbeersoße noch drüber. Das gibt ein gewisses Aroma und auch eine schöne Farbe. Schaut doch auch noch mal in meine anderen Videos mit den Erdbeerrezepten rein, dann würde ich mich sehr freuen. Und ansonsten sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal, eure Steffi.